Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultramond. Wir sind hier stehen geblieben auf Route 4 und ich habe nachgeguckt wegen Vinicro, beziehungsweise ich habe mich nochmal vergewissert, weil ich hatte die ganze Zeit im Verdacht, dass wir Psycho-Attacken hinten einsetzen müssen. Allerdings habe ich mir dann auch wiederum gedacht die ganze Zeit, es macht eigentlich gar keinen Sinn jetzt zu Kadabra, Simsala, zu wechseln, weil Akrobatik ohnehin schon sehr, sehr, sehr viel abzieht und das, was wir durch Psycho-Attacken ausgemacht hätten, beziehungsweise wenn wir jetzt eine sehr effektive Attacke gehabt hätten, das hätte sich fast schon gegen Null tendiert, was wir da an mehr Schaden gemacht hätten. Zugegeben, wir hätten zwar die Statusprobleme auch noch nicht mehr gehabt, aber egal, wir greifen jetzt die hier an. Hi. Training, Training, wenn es um Pokémon und Tanzen geht, gibt's nichts Wichtigeres. Okay, ich nehme Tanzunterricht bei Captain Chiave. Tust du das? Dann fordern wir euch jetzt einfach mal heraus. Ne? Ein Pummeluff und ein Fluffeluff. Naja, super. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. So. Ich würde sagen, wir greifen einfach mal irgendwie an. Hauptsache down. Das ist jetzt meine Devise. Hauptsache down. So. Ein Zielstrahl auf Fluffeluff. Und down. Wunderbar. So, und Akub darf jetzt nochmal Akrobatik einsetzen. Das sollte auch reichen. Aber sicher. Gut. Dann brechen wir jetzt gleich einfach mal auf zum nächsten Trainern. Um mich herum dreht sich alles. Das war vielleicht eine Pirouette zu viel. Tanz, Tanz, Tanz! Okay. So. Ich glaube aber, wir sollten jetzt erstmal ein paar Trainer tatsächlich skippen, weil, also ich habe ja jetzt auch da oben die Trainer halt nicht alle gemacht und ich denke aber, es ist sinnvoller, weil wir halt jetzt schon recht gut von den Leveln da sind. Ja, den skippen wir. Hi! Pamper! Hey, du da! Ja, ich meine dich! Würdest du mir kurz helfen? Hier drüben! Okay, hi. Yo, yo, yo! Dreh uns nicht den Rücken zu! Ey Mann, ist das nicht die von Milli Milli? Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Nein, sind mir unbekannt. Das ist krass gelogen, yo! Mein Name ist Hapu. Merkt euch das gefälligst. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du da drüben. Übernimmst den da. Okay. Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil uns die da auf Mini Mini abserviert hat. Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, yo. Das sehen wir dann. So. Dann schauen wir mal, was ihr so drauf habt. Eventuell könnte ich auch mal Mietzunder wieder nach vorne nehmen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Mit deinem Traumato. Da. So. Wobei. Ja, wobei doch. Aber wir haben auch Knirscher jetzt hier bei Akub. Von daher ist das eigentlich gar nicht so wild. Das machen wir easy peasy. One hit KO. Ich bin fix und fertig, Bro. Mal wieder, Bro. So. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Driff! Pamper! Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pampros? Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Wow, lass uns lieber die Kurve kratzen, yo! Kein Bock hier meinen Schädel zu riskieren! Yo, yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit du ihn endlich in deinen Dickschädel einhämmerst. Merk dir gefälligst endlich, wer er ist! Nein. Findest du allein nach Hause? Driff! Ist klar, Drifflon, mach's gut. Schau an, schon macht es sich auf den Weg. Ich bin froh, dass es Drifflon gut geht. Hast du da, du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Zetzley, ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Alles klar. Pampros!
Alles klar, Pampros. Ach ja, Zetsne. Du solltest dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das genauso. Wenn Pampros das so sieht, ne, also, da muss ich schon mal pumpig werden. Okay. Dann gucken wir uns das mal an. Avenue Royale! Ach ja! So, dann haben wir hier erstmal das Pokémon Center, welches wir kurz besuchen. Einfach nur aus Reasons. Und dann schon mal auf zum... Oh, da ist ja was. Rosa Nektar. Den nehme ich mit, wenn ich den hier schon sehe. Der ist hier Gladio. Ach ja, der Dom Royal. Wann immer ich meine Sorgen vergessen will, lande ich hier. Null, lass uns unsere Gegner in den Boden stampfen, bis wir stark genug sind, um andere zu beschützen. Dann tu das mal. So, dann gucken wir mal, was es mit den Battle Royale denn so auf sich hat, denn ich weiß das ja noch nicht. Nein. So. Willkommen! Ich bin der Botschafter des Battle Royale, des glorreichen Pokémon-Kampfes, glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royale. Professor? Hörst du mir denn nicht zu? Ich sagte, man nennt mich Mask Royale! Professor? Ich bringe es hinter dem Battle Royale bei. Einen Stil des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten vier Trainer mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer keine kampffähigen Pokémon mehr hat, ist der Kampf beendet. Von den verbleibenden Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Okay. Machen wir doch einmal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon. Wow, Mask Royale, ich will auch mitmachen, bitte! Alles klar, du bist dabei. Du da, du machst auch mit. Und mit mir sind wir zu viert. Gladio macht auch mit? Also dann, beim Battle Royale warten tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großartiges Abenteuer auf euch. Großartiges Abenteuer auf dich. Der Battle Royale geht los. Auf die Plätze, fertig, Kampf! Solange es nicht zum Krampf wird, ist ja alles gut. Ich durfte gar nicht mein Pokémon wählen. Na super. Wir befinden uns im Dom Royal. Okay, der Stadion. Ja, oh. Ist okay. Der Stadion. Halt aber die Klappe. Danke. So. Ich setze anscheinend Akku ein. Weil das vorne war. Haben wir natürlich jetzt einen Vorteil. Ein bisschen, glaube ich. Wobei er hat Wuffels, das ist ein Nachteil. Und in der blauen Ecke. Gladio. Gut. Also dann, der Battle Royale beginnt. So. Dann wollen wir mal. Natürlich ist das hier wieder laggy wie eh und je. Laggy wie eh und je. Da kann ich ja machen, was ich will. Ich habe das Gefühl, wir könnten gewinnen. Oder auch nicht, weil mein Pokémon nicht geheilt war. Super. Bam. Damit haben wir schon mal ein Pokémon besiegt. Und gewonnen. Aber Gott, war das laggy. Das kannst du echt nicht auf dem alten 3DS spielen. Na, wie hat's dir gefallen? Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben. Und das Beste ist, dass man auch gegen starke Gegner eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Ich bin Kiave, der Feuercaptain. Ich warte am höchsten Punkt des Villa Vulkanparks auf dich. Dorthin gelangst du über Route 7. Wenn du deine Inselmannschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit.
Mach ich. Sesday, Tali, wie läuft es mit euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémons zu trainieren. Wow, Maskroyal, woher weißt du denn, dass wir Prüfungen machen? Achso, du musst unser Inselwanderschaftsabzeichen gesehen haben. Also, ich genieße es so richtig, mich mit meinen Pokémon durch Alola zu kämpfen. Warum machst du denn beim Battle Royale mit? Ist das so eine Art Training für dich oder willst du so vielleicht neue Freunde finden? Radio? Ja? Hallo? Radio? Wer nicht stark genug ist, kann nichts und niemanden beschützen. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Ich will stärker werden. Also, verschone mich mit deinem Geschwätz von Spaß und Freunden. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Das klingt aber hart. Jeder braucht doch Freunde, mit denen man Spaß haben kann und die für einen da sind. Dann gelingen einem auch großartige Sachen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir hat's total viel Spaß gemacht. Deshalb werde ich weiterhin beim Battle Royale mitmachen. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus. Okay, Tadi. Alles klar. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall zum Vella Vulkanpark. Vorher sollten wir aber eventuell unsere Pokémon jetzt endlich mal heilen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Und dann brechen wir auf zum Vella Vulkanpark. Der sich ja hier oben befindet. Aber anscheinend ist Keawe doch noch da. Dann weiß ich nicht, was dieses Video damals vom Twitter-Account, also vom japanischen Twitter-Account sollte, wo Keawe auf einmal nicht mehr da war. Ich war verwirrt. Ich war verwirrt und bin es immer noch. Vielleicht wurde die Prüfung ja irgendwie verlegt. Wobei das ist ja immer noch der Vella Vulkanpark. Ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Naja, egal. Schauen wir mal, ob der gute Keawe dann wirklich noch da ist. Da ist wieder ein Herrscher-Sticker. So. Route 7. Dann willst du irgendwas? Wenn du dir nicht den Tanz von Captain Keawe anschaust, verpasst du etwas. Na los, ab mit dir in den Vella Vulkanpark. Du wirst es nicht bereuen. Ich gehe ja schon. Ich bin ja schon da. Dann tun wir das. Mal hier so gucken. Ist das Texas? So. Ein Datiri. Dich brauchen wir jetzt aber eigentlich tatsächlich nicht. Gut wäre es eigentlich, wenn wir ein Wasser-Pokémon mal langsam hätten, weil wir sind jetzt auf einem Vulkan. Eventuell kann aber Kadabra da auch ganz gut was regeln. Es sind zwar immer noch keine... Also Feuer ist ja nicht gleich Kampf-Pokémon auch gleichzeitig, aber... Ihr wisst, was ich meine. Also... Ich hab schon wieder Kadabra gesagt, ne? Ich muss mir angewöhnen, dass das jetzt ein Simsala ist. God damn it! Simsala! Geh nach vorne! So. Bitte danke. So, kämpfen wir noch gegen dich? So. Kreisch, ein Trainer auf Inselmannschaft! Zeig mir deine Pokémon, ich will Fotos machen! Foto, Foto! Dann mach mal Fotos. Urlauberin Babsi, fordert dich heraus. Okay, Babsi. Warum möchtest du unbedingt Fotos von meinen Pokémon machen? Mit deinem Mauzi? Warum möchtest du das unbedingt machen? Meine, ich hab nur einen Simsala. Siehst du? Der ist nur ein Simsala. Simsala, Simsala. So. Setz mir einfach mal Konfusion ein. Sollte reichen. Und wie es reicht. Sehr gut sogar. Und Babsi wurde besiegt. Ich habe gegen einen Trainer auf Inselmannschaft verloren. Das ultimative Alola-Erlebnis. Okay. Es ist okay. So. Bist du auch Trainer? Nein. Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern und obendrein noch die süßeste. Durch diesen Tunnel gelangst du zum Gipfeln des Vulkanes. Okay, ist da ein Item? Nein, da ist kein Item. Gut, dann wollen wir mal zum Gipfel des Vulkanes gehen. So. Ach, hier ist schon die Prüfung. Hier beginnt schon die Prüfung. Na dann. Na dann. Gucken wir uns die Prüfung aber im nächsten Part an. Denn ich würde sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dieses Ananas. Haut rein, bis dann und ciao.